Was hältst du von einem Game? Okay, los. Spielen mit Paulina. Ich habe mir das gewünscht. Ich habe gehört, du spielst sehr, sehr gerne. Aber nicht um Geld. Nicht um Geld. Wir spielen einfach ums Gewinnen. Ums Gewinnen. Okay. Man hat mir das folgendermaßen erklärt. Wir beide spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, wer verliert, zieht ein Kärtchen. Ja. Und das Spiel heißt Pflicht oder Pflicht. Pflicht oder Pflicht? Ja, das war nämlich, nachdem ich meine Redaktion zur Wahrheit gezwungen habe über den Lügendetektor, haben die gesagt, dann zwingen die uns beide einfach zur Pflicht. Ich wasche mir natürlich die Hände. Jedes Mal. No. So, dann, jawohl. Ching, Chang, Chong. Ching, Chang, Chong. Ching, Chang, Chong. So, dann leg mal, was steht denn da drin? Wir wollen wissen, was drin steht. Ist mit irgendeiner Person aus dem Studio eine Salzstange, außer Hamad, Mund zu Mund. Hamad war die Idee von dir. Und das außer Hamad hat irgendjemand anders noch reingeschrieben. Ja, dann ja, möchtest du musst. Okay. Du grinst schon die ganze Zeit zu mir. Ich komm zu dir. Ja, komm du bitte nach vorne, Liebes, wie heißt du? Kim. Kim. Die Kim. Kim, setz dich. Ihr könnt euch auch stehen setzen, wie ihr wollt. Ich gehe hier und dann sehe ich besser. Gibt's noch eine dramatische Musik dazu? Ja, Dino, hau rein. Don't have to think. Ich wusste es. Danke, Kim. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, round two. Schmeckt ja dann doch gut, ne? Bist du bereit? Mhm. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Na, was ist es? Noch nicht mal vorgelesen. Okay. Trinke jetzt und vor jeder weiteren Aufgabe ein Pinchen Gurkenwasser. Was, ist doch voll lecker. Ist das dieses Wasser von sauren Gurken? Wasser ist das Geilste. Bitte, das trinke ich auf Ex. Gib mal her. Das ist doch so salziges. Gib her. Nee, gib. Das ist so klasse. Gurkenwasser ist übrigens das beste Mittel am Tag, nachdem man getrunken hat. Das ist so ein russisches Heilmittel gegen Kater. Vor jeder weiteren Aufgabe, dann erstmal cheers. Prost. Zdarovje. Bitte, voll lecker. Meine ich doch. Wurstwasser wäre eklig, Leute. Ja, das wäre eklig. Das Wurstwasser wäre richtig widerlich, aber Gurkenwasser ist geil. Ich hole mal diese Gurke da raus. ja. Paulina, nächste Runde. Nächste Runde. Und ich muss ja jedes Mal wieder einen Shot trinken. Stimmt. Gurkenwasser. Also, Schnick, Schnack, Schnuck. Echt jetzt? Zick, zack, zick, zack. Hast du eine eingespielt? Ja, du musst trinken. Ach stimmt, du musst trinken. Ich muss erst trinken. Und dann kommt direkt noch was dazu, weil hier steht, iss einen Brühwürfel. Warum muss ich die ganze Zeit essen? Du hast ja heute die ganz großen Delikatessen dabei. Warte mal, sind das die Dinger, die man wirft, um einfach eine Suppe würziger zu machen? Ey, die sind voll lecker. Die riechen auch so gut, ne? So richtig schön gewürzt. Ich finde das nicht schlimm, das schmeckt einfach nach so wahnsinnig gewürzt. Okay. Und jetzt mit dem Gurkensaft hinterher. Ja, in Kombination damit ist heftig. Muss ich den komplett essen? Ja. Ist das die? Muss ich das essen? Was sagt ihr? Boah, das ist echt schwierig. Das ist sehr. Ich schluck's sehr einfach runter schnell. Boah, ich muss gleich reiern. Bringt doch ein bisschen Gurkenwasser hinterher. Alles cool. Ach, es hat Spaß gemacht. Danke dir fürs schon Mitmachen. Vorbei? Schon vorbei. Aber außer was ist denn mit dem Tresor? Ich habe gedacht, wir gucken uns heute an, was da drin ist. Nicht nach dem Tresor fragen. Keiner weiß, was da drin ist. Noch mehr Papier. Außer Hamad.